Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer anderen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und beschäftigen uns heute mit einer Hotdog-Bude. Und zwar ist es eine sehr junge Hotdog-Bude in Springfield, denn es ist zurzeit aus der aktuellsten Staffel der Simpsons. Wenn du mehr über diese Bude erfahren willst, blende ich dir einmal die Folge dazu ein. Dann kannst du alles erfahren, was so mit diesen Hotdog-Laden zu tun hat. Ein gewisser Jemand ist da ziemlich oft. Ich weiß zwar nicht wer, vielleicht habe ich schon in Teil 2 erwähnt, aber naja, musst du mal die Folge dir angucken, falls du sie noch nicht gesehen haben solltest. Im Teil 2 oder im Teil 1, ich weiß immer nicht, wie man das immer gucken sollte, habe ich gezeigt, wie man die Bude baut. Heute in diesem Teil zeige ich dir, was ich alles auf den Schildern platziert habe und wie die Bude von innen drin aussieht. Aber ich würde sagen, wir legen los. Und zwar erstmal müssen wir wissen, wie das alles heißt. Ja gut, es steht im Titel. Aber wir gucken nochmal rauf. Denn ich habe oben auf unseren Aushängeschild, auf diesen Hotdog hier, was raufgeschrieben. Und zwar heißt das Ganze, ich möchte es bitte nicht falsch aussprechen, Düses Kabüs heißt die Bude Chili Dogs. So heißt das Ganze hier. So, und dann gehen wir schon mal unten hin und wollen uns natürlich hier mal hinsetzen. Hallo? Keiner da? Ich glaube, da hilft es, wenn wir einen Song singen. Denn zu dieser Bude gibt es einen wirklich, wirklich sehr guten Song. Und da könnte man schon fast sagen, das wird meine Nationalhymne. Also ich würde mal sagen, komm, wir singen den einfach mal. Hot Dogs, das Leben schmeckt doch wirklich gut. Oh yeah, Hot Dogs, denn ihr gebt mir neuen Mut. Oh yeah. Ein bisschen Senf ist immer toll. Da stopfe ich mich gerne voll. Hot Dog! Weil es einfach jeder kennt. Die Wurst. Auch wenn es in der Kehle brennt. Hab Durst. Und weil es jeder isst. Was reimt sich darauf? Weil du 20 Meter frisst. Juhu! Hot Dog! Hot Dog! Hot Dog! Weiß nicht, was in dir ist. Hot Dog! Hat wohl nicht sehr viel geholfen. Immer noch keiner hier. Naja, dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Aber ich finde einfach, der Song, der passt doch so richtig. Also, dass die Simpsons sowas gemacht haben, das ist ja echt Zufall. Ja, gucken wir erstmal hier, was wir auf den Schildern alles platziert haben. In der Folge, wo dieser Wagen zu sehen war, war hier auf der Seite, das war natürlich auch ein bisschen komisch. Das ist jetzt ein bisschen besser nachzuvollziehen, wenn man die Folge gesehen hat. Und zwar zum Anfang, wo der Wagen gezeigt wurde, war auf dieser Seite. Ihr seht jetzt ein Menü, aber da war vorher so eine Karte mit so einem Heimlichgriff, was passieren könnte, wenn man sich hier verschluckt oder zu scharfe Sachen isst. Und auf einmal in einer Szene ist hier so eine Menükarte. Die wurde aber am Schlussende öfter gezeigt und da habe ich einfach jetzt die Menükarte hingemacht. Und für Leute, die denken so, hey, da kommt doch eigentlich die Heimlichgriffkarte ran, aber die war irgendwie komisch, aber egal. Das ist wieder so ein Insider für alle, die die Folge geguckt haben. Ja, okay. Jedenfalls habe ich die Menükarte hingebaut und das ist wirklich aus der Folge. Und zwar kann man hier einen Hotdog kaufen für 2 Dollar. Chili Dogs ganze 3 Dollar. Also schon mal das Chili, das ist schon mal 1 Dollar mehr wert. Dann gibt es hier unten nochmal einen Chili Dog mit Käse. Auch nochmal 3 Dollar. Komisch, dass das immer noch gleich bleibt. Gibt da ja Käse dazu, ne? Sollte der nicht doch 2 Dollar kosten? Naja. Dann nochmal ein super Chili Dog, also der ist wirklich scharf. Das ist dann ganze 4 Dollar. Das ist unsere Karte. In der Folge, wo der Wagen zu sehen war, hat Krusty noch hier sein Logo drauf gemacht auf dieses Rohr. Wieso, weshalb? Naja, guck dir die Folge an, dann weißt du Bescheid. Ja, ich gehe hier nochmal einmal kurz rum, weil ich sage ja mal, Teil 2 würde ja, wenn das Video oben ist, noch nicht da sein. Von daher gucken wir uns das alles hier nochmal an. Wir gehen auch gleich rein, weil erstmal gucken wir hier nochmal kurz auf der anderen Seite. Und zwar ist ja auch noch ein Schild und zwar mit Hot Dogs 2 Dollar. Also, ich finde das ein bisschen billig, aber naja, vielleicht ändert sich der Preis ja noch in der Folge. Mal gucken. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein und machen uns ein paar Hot Dogs. Komisch, nicht abgeschlossen. Naja. So, wie im Song schon, hast du ja gesehen, wurden hier Hotdogs gekocht in diesen Kessel. Und, ey, warte mal, die Ofen sind ja gar nicht an. So, gleich mal angemacht hier die Ofen. Soll ja natürlich auch brutzeln hier unsere Würstchen, ne? Da hat er auch schon seine Zutaten mal gezeigt, so ein bisschen. Darf ihr also alles, was hier ein gewisser jemand ja immer sehr gerne mag. Obwohl, jetzt habt ihr das alles schon gesehen. Jetzt wisst ihr ja schon, wer das hier ist. Naja. Ja, hier innen drin so ein bisschen die Bude eingerichtet, ne? Mit Grill, ein bisschen, ne,
Ablagen, wo man was draufpacken kann. Hier vorne, sag ich mal, diese Blumentöpfe, die sollen so ein bisschen Ketchup-Dosen oder Senfdosen darstellen. Oder jetzt hier dieser Knopf, das soll jetzt keine Klinge sein, wenn man draufklingelt, kommt ja einer. Sondern einfach nur vielleicht so für Servietten, ne? Dass man sich die da rauszieht und sich dann da mit die Finger oder so wieder sauber macht. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel, viel zu sagen. Natürlich ein Kühlschrank, hier können wir natürlich mal kurz betätigen. Oh, warte mal, wir machen mal auf, zack. Und da können wir auch noch was rausholen und zwar ganz einfach gesagt, noch ein bisschen so ein paar Würste, die können wir hier einfach mal reinmachen. So, sehr schön, dann ist das da Ganze. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Duff-Bier, machen wir auch noch mal rein. Jetzt hab ich da. So, so, so. Oh, das Duff-Bier, das ist ja sehr stark. So, machen wir noch mal rein. Da brutzeln sie. Seht ihr, wie das schon brutzelt? Ah, freue ich mich drauf auf die Hot Dogs. So, ich würde sagen, das war's dann hier wieder von dieser Folge. Vergiss nicht, in der Videobeschreibung kommst du zu Teil 2, wo du ja, das Ganze nachbauen kannst, wenn du möchtest. Da wird dir auffallen, ich habe jetzt hier auf dieser Seite noch Gegenstandsrahmen mit einem Glas befestigt. Das sollen jetzt keine Lampen oder sowas darstellen, das soll mehr so Fenster darstellen. Denn ich sage mal, in der Folge ist auf der Seite Fenster, das habe ich jetzt beim Baum vergessen zu erklären. Aber man kann leider auf einen Block halt irgendwie halt keine Fenster machen in Minecraft. Und da habe ich einfach mal gesagt, machen wir Gegenstandsrahmen mit Glas rein, damit diese Seite nicht komplett leer ist. Wo man doch ein bisschen was hinmachen kann. Ja, aber ansonsten ist das ja alles fertig. Wir gucken, was wir in der nächsten Folge bauen. Na gut, in der nächsten Folge kommt ja hier Teil 2 oder Teil 1. Ja, ist ja mal so, wie man guckt. Aber ansonsten könnt ihr gerne unter diesem Video, unter dieser Let's Show Video, mal schreiben, was als nächstes gebaut werden soll in Springfield. Euer Wunsch wird dann erfüllt. Vielleicht fällt euch noch was ein, was wir noch nicht haben. Gibt ja jede Menge. Auch in der Springfield App gibt es zurzeit wieder ein riesiges Event. Vielleicht gefällt euch da was, was man in Minecraft vielleicht umsetzen sollte. Und dann könnt ihr mir das einfach mal unten reinschreiben. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich würde sagen, stellen wir uns einfach mal hier vorne Safety hin. So schön vor unseren Hotdog-Wagen. Ich werde später mir noch ein paar leckere Hotdogs gönnen. Die sind ja noch nicht fertig. Die müssen ja noch ein bisschen brutzeln. Aber bis dahin stelle ich mich hier hin und würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut rein und tschüss.